Norman Langen ist mit neuer Musik am Start. Das neue Album des 32-Jährigen trägt den Titel Die geilste Zeit. Und tatsächlich fühlt sich der Sänger gerade ziemlich wohl in seinem Leben. Im Interview mit Schlagerplanet sprach Norman Langen über sein neues Album, sein Leben als Ehemann, den Hausbau und Nachwuchspläne mit seiner Frau Verena. Was erwartet uns darauf? Also ich kann, glaube ich, klar sagen, dass man so ein bisschen zu den Wurzeln zurückgegangen ist. Also man kann ja im Internet, kann man sich ja so Hörproben anhören, ja, und die Fans haben teilweise auch schon kommentiert. Und da sind dann so Sätze gefallen, wie zum Beispiel, endlich ist Norman wieder zurück oder das ist Norman, wie man ihn kennt und lieben gelernt hat, ne? Und ich glaube, es liegt einfach daran, ja, dass die Beats, die typischen Beats sind, die man so von mir kannte. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich auch nicht zurückentwickelt, sondern auch weiterentwickelt und habe nochmal ganz andere Sounds mit darauf gepackt, wie zum Beispiel Gitarrensounds, die wirklich ganz leicht spielen und auch ernstere Texte, ja, die man nicht unbedingt mit mir in Verbindung bringt. Und das Geile ist natürlich, dass ich jetzt mittlerweile tatsächlich eine Schublade gefunden habe. Und zwar hat man mir damals vorgehalten, dass Norman Langen in keine Schublade passt. Und dass ich mich irgendwie mal festlegen müsste, wohin ich jetzt genau gehöre. Und das habe ich nie getan, das werde ich auch jetzt nicht tun. Und genau das ist meine Schublade geworden, dass ich nämlich in keine Schublade passe. Das ist schon in meinen Augen schon wieder so Schlagerrest, dass es schon wieder cool, so cool ist, dass es auch zu Norman Langen passt. Ne? Auch wieder da dieses Schubladendenken, ne? Das habe ich halt auch mal bedient. Und mir bedeutet der Titel einfach mega viel, weil dieses Lied kannst du wirklich auf deine Familie projizieren, dieses Lied kannst du auf deine besten Freunde, auf deine engsten Freunde, die dich durch dein Leben begleiten, projizieren. Und dass da natürlich die Idee aufkam, dass im Video die ganze Familie, meine damals noch Partnerin, jetzt Frau, mitspielt und meine Freunde, war natürlich eine mega Sache. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Es war bei uns in der Heimat, im Naherholungsgebiet haben wir das gedreht. Und es war natürlich schon megamäßig, erstmal alle 20 Leute da zusammenzukriegen. Und dann wurden zuerst nur die Mädels gedreht, dann nur wir Jungs, dann die Kids, dann sollten wir zusammen Fußball spielen. Also die ganzen Dreharbeiten haben halt mega Spaß gemacht. Ja, super gut. Also ich meine, wir sind ja schon seit über 4 Jahren zusammen, Verena und ich. Und ich habe den Antrag ja schon vor 2 Jahren gemacht. Ne? Wir haben ja nie die Zeit gefunden, endlich zu heiraten. Und dann letztes Jahr war es ja dann soweit. Mittlerweile bin ich halt wirklich glücklicher Ehemann. Ich meine, im Prinzip hat sich nicht viel verändert. Ne? Man hat jetzt halt diese Verbundenheit. Das ist so diese Sicherheit, die man halt vielleicht vorher nicht hatte. So wirklich in guten wie in schlechten Zeiten. Ne? Also und einen schönen Ring halt an. Ne? Also ich meine, wir haben ja letztes Jahr haben wir wirklich 2016 alles rausgehauen, was ging. Mein Schatz ist befördert worden. Ich bin zu einem neuen Label gewechselt, habe ein neues Album aufgenommen. Wir haben 2 Häuser gebaut. Ein Einfamilienhaus für meine Frau und mich. Daneben direkt ein Bungalow. Alles ebenerdig mit breiteren Türen. Da wohnen meine Eltern zur Miete. So, das heißt, die Baustelle haben wir nebenbei auch nur abgerissen. Genau, Nachwuchs ist in Planung. In unserem Haus gibt es ja 2 Kinderzimmer. In dem einen Kinderzimmer ist quasi schon ein Kinderzimmer und zwar nächtigt da meine Nichte. Und in dem anderen Kinderzimmer ist jetzt momentan mein Musikzimmer. Das muss dann irgendwann das Feld räumen, weil wir möchten definitiv 2 Kids. Und wir hätten auch noch ein Gästezimmer, wo das Bett dann raus könnte, um da auch noch ein Kinderzimmer reinzumachen. Das wären dann 3 Kinder, aber lass mal erstmal der erste kommen. Okay. Ja, also es gibt natürlich noch so einige Sachen, die geregelt werden müssen. Klar, das war natürlich sehr viel, was wir 2016 gemacht haben. Das Jahr ist ja noch nicht so alt jetzt, 2017. Und ja, also jetzt wirklich runterzufahren, zu sagen, ach, jetzt sind wir angekommen, dafür brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen, weil die Einfahrt muss noch gemacht werden. Wir haben 2700 Quadratmeter Landschaftsschutzgebiet, ja. Ich habe nicht darüber nachgedacht, als ich das Grundstück gekauft habe, was das heißt. Das heißt nämlich, dass wir quasi einen riesengroßen Garten mit Wald hinten dran haben. Aber da darfst du nicht machen, was du willst. Ne? Deswegen habe ich jetzt noch jede Menge Anträge beim Umweltamt liegen. Ja? Die müssen das erstmal alles abstempeln und rauskommen und kontrollieren, ob das machbar ist, weil es muss ins Landschaftsbild passen. Das sind alles so Sachen, die beschäftigen einen natürlich schon. Und das soll für mich auch recht schnell passieren und geregelt werden, weil wenn jetzt wirklich die Kinder kommen, ja, in 2, 3 Jahren laufen die und dann möchte ich die auch im Garten rumlaufen haben. Ja? Und dann will ich, dass sie auf die Bäume klettern können. Und dafür muss natürlich alles abgesichert werden. Das ist aber natürlich bei so einem Landschaftsschutzgebiet nicht einfach. Und von daher gibt es doch noch so viele große Geschichten, die noch geregelt werden müssen. Ich glaube, wenn das dann durch ist, dann kann ich mich wirklich zu Hause hinlegen und sagen, so, jetzt sind wir angekommen, läuft, ist alles gut.
Natürlich, klar. Also auch wenn man vergeben ist oder verliebt ist, kann man sich natürlich da hineinversetzen. Man gab ja auch mal Zeiten, ja, da hatte ich mehrere Partnerinnen hintereinander irgendwie, da hat es nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, das vergisst man nicht, wie das ist. Also wenn, dann müsste es ja gefühlskalt sein. Also, ne, also über Sehnsucht kann man immer sehen, ganz klar.